Hallo ihr Lieben, willkommen bei uns beim Würfelorden und bei einem Geländetutorial. Und zwar möchte ich für meine Elbenplatte der Grandenfurten Weingärten machen. Und zwar geht es mir einfach darum, ich möchte die Richtung Barriere, Hecke oder sowas machen und habe diese Weinreben. Da muss ich mich ganz herzlich beim Steve von den Wächtern der Tabak Feste bedanken, weil wir haben geredet über die Plattenbau, was ich so machen möchte und so, dass ich halt noch Wein brauche und so, und er hat einfach von sich aus gleich mal gesagt, hey du, welche willst haben, ich schicke dir die zu, bestell die bei Amazon, hier hast das und verarbeitet das Ganze, den Amazon-Link stelle ich euch unten noch rein, dass ihr das findet. Das ist dann ein Affiliate-Link, da kriege ich dann ein bisschen was, wenn ihr da was bestellt und ihr zahlt es aber nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mir die dazu geschickt, was ich total lieb finde, weil es einfach eine nette Beisteuerung für eine Platte ist, an der ich arbeite, und bin dafür sehr, sehr dankbar. Auf jeden Fall möchte ich die jetzt im Laufe dieses Videos auf so kleine Bases packen, die dann ganz nett ausschauen werden, mit so kleinen Hügelchen und dazwischen Pfosten und sowas. Und das möchte ich mit euch hier machen. So, ich habe mir jetzt einfach aus ganz normalen MDF, das sind so Schrankrückwände, die auf einer Seite beschichtet sind und auf der anderen nicht, das hat den Vorteil, die verziehen sich nicht so leicht. Habe ich mir jetzt einfach mal vier Stück zurechtgeschnitten, die ich als zukünftige Weinstöcke nehmen will. Was man da sehr gut machen kann, ist noch einfach mit dem Bastelskalpell ein bisschen die Ränder abschrägen. Dann schauen sie ein bisschen natürlich aus, wenn die später auf dem Schlachtfeld stehen. Das geht manchmal ein bisschen strenger, wenn man hinten in die Beschichtung reinschneidet. Also aufpassen beim Schneiden. Jetzt nehme ich einfach einen Leim, schmier einmal eine Seite ein. Keine Sorge, das wird dann noch gesandet, das heißt, ich muss da jetzt nicht ganz genau sein. Das ist nur mal der erste Schritt, und zwar nehme ich jetzt meine heißgeliebte Fimo, also die lufttrocknende Modelliermasse, die verlinke ich euch gerne unten. Und das wird jetzt einfach einmal grob hier auf diese Teile aufgebracht. Das ist dafür da, damit die erstens ein bisschen Struktur kriegen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja sonst ganz gerade, und gerade am Spielfeld finde ich es schön, wenn sich hier ein bisschen was tut. Und so Weinstöcke haben ganz oft so eine leichte Schüttung in der Mitte, damit das funktioniert. Und vor allem können wir hier rein dann super die einzelnen Weinstöcke kleben. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal grob so einen Hügel, der wird dann nachher so auch bleiben. So, und dann nehme ich einfach mal ein paar der Weinstöcke und stecke die schon mal vorab hinein. Wichtig dabei, ich will sie noch nicht kleben, sondern nur mal eine Lochung hier haben. Damit das passt. Also jetzt habe ich da so vier, fünf so Weinstöcke gehen sich aus. Den nehme ich dann nochmal raus, den möchte ich eher ein bisschen mehr am Rand haben. In die Mitte stecke ich dann noch den rein, genau. Und jetzt habe ich hier noch so Weidenhölzer. Und die kann ich da am Rand noch passend in einer Überkreuzung so anbringen, als hätte man da so kleine Stöcke für den Wein zum dazwischen spannen gemacht. So, das kann man natürlich auch optisch anders ausschauen lassen, das habe ich jetzt ungefähr so. Und dasselbe machen wir einfach bei den anderen auch. Und dann geht es ans Trocknen. Das Ganze habe ich jetzt noch, nachdem die Modelliermasse einigermaßen trocken ist, mit Leim bestrichen, streue jetzt einiges an so feinen Steinen drüber und werde das Ganze dann sanden. So, schauen die Kollegen jetzt nach dem Trocknen aus. Wie gesagt, die Zahnstocher sind jetzt noch drin, damit die sozusagen als Platzhalter agieren und dass ich beim Anmalen nicht das versehen die Weinstöcke bemal. Das werde ich jetzt grundieren und anmalen, und dann geht's weiter. So, ich habe das Ganze jetzt bemalt, ich habe einfach braun grundiert, dann hell trocken gebürstet, die Steine habe ich einen hellen Grau gemacht, für ein bisschen einen Kontrast drin, und dann habe ich noch die Äste nochmal bemalt, also diese
Querdinger. Und jetzt geht's an Streugras. Ich habe hier eine Streugras-Tube, die finde ich ganz super, mit einem grünen Streugras. Und da möchte ich jetzt einfach nur vereinzelt noch so kleine Grasflecken drauf machen. Dafür leime ich das einfach ein. Und dann kommen die, kommt das Streugras drauf. Die hier begrünt sind, nehme ich den Sekundenkleber, den ich hier noch habe, und tropfe in die Löcher, die ich vorbereitet habe für die Weinstöcke, jetzt noch einen Sekundenkleber rein und stecke jetzt da nach und nach. Die Weinstöcke in ihre Positionen. Und als kleines Highlight habe ich mir gedacht, mache ich jetzt noch einzelne kleine Blümchen drauf. Dafür habe ich einfach noch hier ein paar Tufts in verschiedenen Farben. Das wird aber jetzt nicht viel werden, weil ich möchte das nicht, dass der Fokus auf den Blumen liegt, sondern am Wein. Aber so zwei, drei kleine Farbelemente finde ich einfach noch hübsch. Das mache ich mit einem Leim. So, und damit wären diese kleinen Weingärten jetzt fertig und ich zeige sie euch auf der Platte. So, mein kleiner Weingarten ist fertig und ich muss sagen, er ist meiner Meinung nach richtig, richtig gut geworden. Die Dinger machen einfach was her. Ich habe es bemalt, habe dann noch ein bisschen ein Grünstreu, also ein Gras drauf gemacht, dass das wirklich schön passt. Und ich muss sagen, das wirkt halt dadurch richtig, richtig gut. Und sind meiner Meinung nach eine verdammt gute Lösung für Hecken und ähnliches, für eine Platte, die ja ein bisschen zivilisierter sein soll. Das heißt gerade, ich sag mal Auenland, irgendwelches Elbengelände, ich kann es mir auch für Tal sehr gut vorstellen, finde ich diese Weinstöcke wahnsinnig schön und eine echt gute Lösung. Und damit ich die Elbenplatte fertig kriege, werde ich mal jetzt schauen, dass ich vielleicht noch so mal so ein Set bekomme. Also wenn ich da jetzt noch ein zweites mache, dann komme ich so eine Reihe könnte ich wahrscheinlich noch machen mit denen, die drin waren. Da habe ich noch 4. Und wenn ich dann mal noch so ein Set hätte, ich 10. Da kann man das relativ schön überall auf der Karte so als Mauern bzw. Barrieren sehr schön machen, die dann auch nochmal wirklich spielentscheidend etwas außerhalb wirken können. Das finde ich sehr schön. Das finde ich macht einiges her und passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das heißt, es ist ein weiterer Schritt in eine extrem schöne graue Anfurtenplatte meiner Meinung nach. Und glaube ich auf jeden Fall, dass es das Ganze sehr, sehr aufwertet. Wie gefallen euch diese Weingärten? Findet ihr eine coole Idee, um mal was anderes in diese Richtung Hecke auf dem Spielfeld zu haben? Weil ich muss sagen, man sieht sehr viel Hecken und sowas oder Mauern, aber sowas wie Weinstöcke oder sowas habe ich noch gar nicht gesehen und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Entsprechend schreibt uns doch in die Kommentare, ich freue mich sehr drauf und für mich geht es jetzt weiter ins Malen, Basteln und dergleichen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Die Weinstöcke verlinke ich euch unten auf Amazon. Das ist dann ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich einen kleinen Anteil davon, aber ihr zahlt nicht mehr. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video und vielen Dank, dass ihr dabei wart.